So, Leute, neues Video seit langer Zeit. Und zwar ist es diesmal wieder ein Rathaus 11 bzw. 10 Video mit 3 Sternen. Und wir haben. Na, ja, kommt schon, alles schon. Also, ihr werdet euch natürlich fragen, die Basis kennen wir von irgendwoher. Es hat ja erst vor kurzem ein Rathaus 11 3-Stern-Video gegeben mit den Basen. Ja, aber das sind zum größten Teil dieselben Basen. Also, damit meine ich, selben Clan noch einmal getroffen, selber Spieler, selbe Basis. Nur der Angriff teilweise ein bisschen anders. So, ich fange mal mit dem Dreier an. Und zwar, wenn ihr euch noch erinnern könnt, und zwar, Idee dahinter. Beim letzten Mal habe ich hier gebebt. Das sind 6 Felder. Zwischen den Mauern kann ich aufbeben. Hier und hier. Grundprinzip immer noch dasselbe. Bola Heiler. Und zwar, wenn ich hier durchgehe. Da ist offen, da ist offen. Die Bola sind hier hinten. Schießen sie nach hier raus auf die Speicher, laufen hier dann aber nicht, fast nicht hier rüber. Nur ein bisschen vielleicht, ein paar. Wobei ein paar ja nicht schlecht sind, weil die räumen mir die Flanken gleich weg. Es dürfen nur nicht alle driften, währenddessen hier da sehr solide Gebäude stehen, die Queen eventuell ein bisschen ablenkt, aber im Wesentlichen war es das. Was ich anders gemacht im Vergleich zum letzten Mal, ich habe gar nicht hier aufgebrochen, ich habe mir das gespart, sondern ich habe die Bola hier angesetzt, weil ich gewusst habe, es reicht eigentlich, wenn die Kanone ist kein Problem. Da werden die Bola nicht hingehen. Außerdem, die wird sowieso wahrscheinlich so fallen. Daher ist auch kein Problem. Die zwei. Und die zwei sind von außen erreichbar. Das heißt, ich habe gleich hier angefangen, einfach nur Schlampig, Bowler, Meiler. Und dann Rest, sobald die Kanone hier an und der Magieturm, bevor die anfangen, da Schaden zu machen. Riesen, King, Mauerbrecher, alles hinten nach. Erste Wut, zweite Wut, dritte Wut und das war's dann. So. Zeige ich das Ganze natürlich her. Queen über die Mitte kümmert sich um die Clan-Truppen mit Giftunterstützung. So. Okay, erster Elixir Collector schon weg. Oben noch einmal dasselbe. Hier bekomme ich Schaden. Hier gehen zwar ein bisschen die Bowler drauf, aber den eigentlichen Sinn haben sie da erfüllt schon. So. Rechts dann auch. Die Mauerbrecher waren ein bisschen hinten nach und da war eine kleine Bombe, stirbt mich aber so nicht, weil die Heiler gleich wieder hinten aufheilen. Und jetzt marschiert wieder meine tolle Truppe frontal durch. Freeze auf Adler und Inferno. Es trifft mir etliche Bowler ab, kein Problem. Mit Heiler, Riesen davor, räumen wir die Flanke weg. Rest in der Mitte, Queen läuft durch und ja, was soll ich sagen? Es ist nicht mehr viel von der Basis da und das bisschen geht auch drauf. King tankt noch ein bisschen. Queen habe ich jetzt die Fähigkeit aktiviert zur Sicherheit. Ja. Relativ eindeutige und unspektakuläre Angelegenheit. Also bitte die Basis nicht nachbauen. So. Als nächstes kommt der Vierer. Das ist ein Rathaus 10er. Und den hat Timo schon vorher angegriffen. Den Angriff zeige ich euch auch noch schnell einmal. Inklusive der Probleme, die da dabei waren. So. Und fangen wir mal da an. Und zwar, sein Gedanke war der, er will einmal das Rathaus holen. Weil, wenn er mit Walküren als Rathauszähne reinkommt, Walküren streuen vielleicht hier oder hier. Und hier ist die Tesla-Farm.
das haben wir ja schon gescoutet. Und die Single Infernos auch noch, das heißt, er versucht das möglichst direkt zu treffen, das heißt von da oben ist problematisch und er hat sich für die untere Seite entschieden. Nachteil ist, hier liegt alles an Fallen, was man sich da irgendwie vorstellen kann, irgendwo da verteilt. Und einen Fehler, den er... Eigentlich hat es am Anfang ein bisschen vergurkt. Und zwar... Also vergurkt ist relativ, weil 3 Sterne gegen eine Max oder sagen wir mal Def-Max-Basis sich nun unbedingt leicht. Hier da gleich einmal einen Golem an den Single laufen lassen und der ist schnell einmal weg. So... Hier auf der linken Seite hat er ein bisschen zu wenig Offensive und sich um den King kümmern und jetzt geht ihm der Golem da auch relativ flott drauf. So, bei Schweinis, die schaffen es maximal, dass sie die Clanburg da locken. Doch nicht wirklich, der Golem wird gegrillt. Und nun, ja, Clanburg, wobei Clanburg sind, glaube ich, nur damit, das war auch schon bekannt. So, Heilzauber, also Wutzauber, jetzt hätte da die Heilung schon hat er schon gesetzt, die Heilung, und er metzelt sich dann schön durch, aber es dauert ein bisschen zu lange und er bekommt hier, er geht praktisch ungetankt rein und mit 19 Valkyren und die bekommen jetzt von allen Seiten Schaden und schaffen es dann einfach nicht mehr wirklich hinaus und damit bleibt der Angriff dann stecken an dem Ganzen. Also meiner Meinung nach, die Investition von den 2 Golems hat sich ausgezahlt. Das war das Hauptproblem im Angriff. So, dann habe ich gesagt, ich mache nicht die mich ja schon, dem schon 2 Sterne da waren. Ich gehe nur auf der Reihe, als andere hat keinen Sinn. Und ich will natürlich da, ist die hässliche Route. Weil ich kann kein Queen Walk machen wegen Luftminen. Ich kann keinen, ich kann nicht mit Bowlern draufgehen wegen Bomben oder mit anderen. Ich kann nicht mit Lufteinheit. Es ist einfach ein Kampf. So. Und eine Überlegung war von oben rein, mit einem Queen Walk hätte ich hier die 4 Luftabwehren bekommen und die Clanburg eventuell auch, wenn ich mich geschickt anstelle, nur Drachen scheiden aus wegen den Singles und auch gegen die Babydrachen ist das etwas nervig, vor allem weil ich brauche auch 4 Heiler bei der Queen, damit kann sie nicht, sage ich einmal, damit habe ich natürlich weniger Babydrachen zur Verfügung. Und dann ist die Basis auch nicht so schön, dass ich da irgendwie durchfliegen könnte, weil von da ist wieder die hässliche Seite und von da treffe ich die Teslas wieder nicht. Also das habe ich nicht. Und mit Ballon habe ich nicht das Problem, dass ich überhaupt ungetankt bin, weil kein Lavahund hier bleibt und in dem Bereich sowieso keiner überleben würde wegen den Infernos. Habe ich gesagt, das lasse ich bleiben. Was habe ich jetzt gemacht? Einfach Frontalmethode, und zwar, ich komme ja wunderschön hinein. Ein bisschen flanken, ja. So, paar Riesen in Ruhe aufbrechen und dann einen Jump, den zweiten Jump so hier in etwa hinein, dass ich mit Bowlern und Hexen einfach in die Mitte laufe und einfach das ausnütze, dass das Singles sind. Damit habe ich nichts, was meine Hexen killt. Die Bowler hinterher und da mehr oder weniger auf gut Glück durch Hexen ansetzen, Mauerbrecher. Ich habe auch keinen Adler, der mich da stören würde beim Reinlaufen. So. Die rechten Hexen sind mir dann nur herum. Das war ein bisschen naja. Und ja, Gift. So, King wird gezündet. Wächterfähigkeit kommt jetzt, während ich da hineinlaufe. Noch einmal Wut. Frage ist, Heilzauber hätte vielleicht ein bisschen gebracht, aber hätte ich wieder nur 2 Wut gehabt. So, und die Bowler laufen hier rein, erledigen die Teslas, die Queen hilft hinten nach. Im Moment schaut es eigentlich so aus, als ob das eindeutige 3 Sterne wären. Einzige Zehe ist, ja, ich hätte die Queen vielleicht schon zünden sollen,
weil hier läuft es in die Bomben hinein und da habe ich von der Fähigkeit nicht mehr viel. Und jetzt bleibt es an den Bowlern und den Hexen da hinaus zu kommen. Und mit den Fallen wird das ein bisschen, naja, aber ja, Hexen sind noch da, Bowler sind noch da, waren noch da. Also so richtig knapp war es auch nicht. So, und jetzt haben wir schon das erste Internetproblem. Also, wer sich fragt, warum wir den Friendly Client war machen oder gemacht haben, weil bei dem Uploaden werde ich das Video jetzt nicht können. Das werdet ihr wahrscheinlich erst nach einer Woche sehen, wenn ich oder wenn ich wieder daheim bin. Okay, da sind wir schon wieder. So, die Basis kennen wir schon vom letzten Mal. Und so, Stift hier. Ich erzähle vielleicht, was der letzte Plan war. Letzte drei Sterne war aber eine knifflige Angelegenheit, wo ein bisschen Glück dabei war. Und zwar habe ich, ja, ich weiß, Internet ist bescheiden. Also, ich bin mit Jump hier hinein, mit einem Golem, Bowler und Helden, bisschen Flankenmagier, hinein und beim letzten Mal ist der Adler nicht down gegangen, aber die Helden sind mit den Bowlern schön raufgekommen und haben mit dafür die Luftabwehr geholt und den Inferno. Eigentlich sogar fast besser und ich bin dann von hier mit Laloon durch, wobei mir die Ballons in die Mitte dann den Inferno geholt haben und am Schluss sind mir noch ein bisschen die Zauber ausgegangen und aber der Adler war dann im Endeffekt auch wieder da. Jetzt getraut den Clankrieg, habe 3 und 4 gemacht, habe das Genius überlassen und der hat einen sehr netten Plan dafür gehabt. Und zwar startet er. Mit Babydrache räumt er mal hier weg, startet einen Queen Walk da hinein. Und der Plan ist der, dass er, wenn er da herläuft, läuft die Queen so hinein. Und von der Stelle kann sie das und das wegschießen und arbeitet sich dann so hinüber. Das heißt, sie wird nicht mehr da rauflaufen. Und ich habe garantiert, dass sie, wenn sie so reinläuft, in die Richtung weiterläuft. Dann bricht er hier auf, lässt die Queen da so durchlaufen, dass sie das noch weghält. Das heißt, ich habe auf der einen Seite brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. So. Wenn das weg ist, geht er mit einem Jump hier hinein in etwa, mit Riesen und Bowlern. Und dann ist klar, dass die Bowler in die Richtung laufen. Und die Queen läuft hinterher und was er weiß, ist, dass die Queen kümmert sich um die Clan-Truppen hier schon. Und was er weiß, ist, oder mehr oder weniger in der Mitte irgendwo, und was er weiß, ist, wenn die Queen hier reinkommt, dass die Bowler da weiterlaufen, aber die Queen hier stehen bleibt und das Rathaus von da unten erledigt. Vor allem, weil die Bowler ja vor der Queen war, sind und relativ schnell sind, ist eigentlich fast, und die Queen sich um die kleinen Truppen kümmert, dann ist eigentlich fast 100%, dass sie so, wenn sie so um die Ecke läuft, dass sie das Rathaus killt. Und eine Sache, ich weiß nicht so recht, ob das geplant war, wenn, dann war das auf jeden Fall sehr gut überlegt. Und zwar mit dem Jump hier kommt der riesige Bowler-Sturm daher und die schießen auf den Adler. Der Adler hat 4000 Leben. 4K. Die Mauer da ist ein Level 9 Mauer, die hat auch 4K. Das heißt, solange davor nichts schießt, werden die Bowler da ein Loch reinschießen. Und nachdem die Bowler ja unter einer großen Gruppe unter Wut stehen, schießen sie ja viele Steine auf einmal, das heißt, da hinten wird der Schaden. Sie machen auf den Gebäuden mehr Schaden, als was eigentlich notwendig ist, durch die langsame Bewegung der Steine und werden das ja hinten 5.000 bis 6.000 Schaden machen und damit diese Mauer aufschießen. Und ich zeige euch einfach, wie das dann gelaufen ist. So. Also, Queen läuft hier hinein. Kanone Tesla poppt auch, aber der ist auch in Reichweite. So.
Speichern, die Queen arbeitet sich so durch. Und jetzt ist der Punkt, wo sie eigentlich nicht mehr woanders hin kann als da. Jetzt braucht er, glaube ich, noch eine zweite Wut, aber die zahlt sich schon aus. Und was ich besonders interessant finde, er schickt den Wächter auch mit, wahrscheinlich als Ersatz für die Fähigkeit der Queen oder so, und den zusätzlichen Schaden, vor allem weil er den ja weiter nutzen kann, dann für die Bowler im weiteren Verlauf. So, jetzt kommt die große Truppe. Und Achtung, jetzt kommt da die Wut. Ich mach langsam. Die Wächterfähigkeit wird er da nutzen für die Bomben. Die erste Bombe liegt ein bisschen drauf. So, und Achtung, die schießen über den Adler und dort, wo die Queen steht, schießen sie jetzt ein Loch ein. So. Da ist offen. So, die Queen kümmert sich um die Clan-Truppen. Da hat ein Fries ein bisschen gefailt. Da wollte er wahrscheinlich den Inferno und die Clan-Truppen treffen. Hat aber dann nur die Clan-Truppen getroffen. Naja. Und jetzt bekommt er etwas an Schaden. So. Aber die Bowler, in welcher Radio sind sie dann doch ein bisschen resistent dagegen. Und durch dieses Loch laufen die Bowler hinein, unterstützen die Queen. Und die Queen läuft auch hinein. Und jetzt erledigt sie den Inferno. Der wäre nicht so ein Thema gewesen, weil der wäre sowieso dann. Die Truppen werden sowieso ausreichend. Es geht eher um den hinteren Inferno. So, und die Skelette, auch wichtiger Tipp, wenn man so eine Ringbasis hat, nie innen Skelette auf Boden setzen, weil die ziehen nur die Truppen hinein. Die Truppen schießen dann auch gerne mal Mauern ein, nur damit sie dann zu Skeletten kommen, das, ja, so. Jetzt ist der Inferno down und so ein bisschen knappe Sache, dann, ja, aber Queen steht unter Heilung noch und Bowler hinten nach, naja, knapp ist es nicht. So, ja, platt das Ganze. Ja, also Hauptpunkt ist eben der Anfang, den Queen Walk, dass man die Richtung bestimmt, dass er rein snipen kann, Stern holen kann und dann die Kombination mit dem Loch in der Mauer, dass die Queen reinläuft. Das ist die Frage, ob das geplant war. Oder darauf spekuliert, oder ob er darauf spekuliert hat. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gut gelaufen. So. Dann die nächste Basis. Was hat er auf der gesehen? Und zwar, ich habe lange gekübelt, auch aus Bodensicht ist das relativ mühsam, weil egal von welcher Ecke man kommt, es ist nie irgendwo recht schön. Man kann zwar die Bogitürme snipen, aber die Klamburg ist nicht lockbar so einfach. Das heißt, ich kann, wenn ich einen Queenwalk starte, muss ich mit Schweinis dann noch Klantruppen locken. Weil wenn ich die Queen auf der Flanke nehme, habe ich sie nicht über die Mitte. Da muss die Clanburg weg. Und das waren kein Lava-Hund, das waren ordentliche Schadenmacher. So, ich kann aber nicht, Queen durch die Mitte geht auch nicht, weil ich habe hier den King, der auf die Bowler mit einem Schlag, oder fast einem Schlag killt. Ich habe die Queen hier, die Bowler mit einem Schuss killt. Das heißt, Hexen, naja, nein. Und ich habe hier 4 Felder Abstand überall. Vor allem, wenn die Bowler und Queen von der Hinterseite kommen, laufen sie leicht herum. Und der Kern ist auch sehr solide. Das heißt, der eine oder andere Bowler, der sich rein verirrt oder Queen alleine, werden wahrscheinlich nicht ausreichen, um da den Kern auszuschalten. So. Also, Genius hat jetzt eher auf Luft gesetzt, und zwar mit relativ vielen Ballonen. Und zwar, hier snipt er gleich einmal mit einem Eilzauber eine Luftabwehr und holt gleichzeitig die Clanburg raus. Die Clanburg sind, zumindest er holt das raus, sagen wir so, was Luft angreifen kann. Das muss man beim Ballonen auch immer bedenken. Das, was Boden angreift, bleibt drin. Also bei Schweinis nicht mit Ballonen locken, das geht schief. So ein Haufen Lakaien. Und wieder hat er da verwendet 5, 6 Ballone, aber so, und jetzt zieht
Da sind nur Lakaien, setzt das Gift, beschäftigt mit seinen Lakaien, das war wahrscheinlich ein bisschen improvisiert, so, und das Gift killt die Lakaien. Einfachste Variante. Jetzt geht er mit den Helden und das ist ein bisschen schief gegangen, glaube ich. Und zwar, ich vermute, dass er, nachdem die Queen hier steht, wird die da das Gebäude killen und dann so weiterlaufen. Ich vermute, dass er irgendwie da hinein wollte, mit die Queen killen und die Luftabwehr killen. Nur, dass er dann vielleicht, dass er keine Mauerbrecher hat oder so ähnlich. Jetzt hat er da den Laloon-Angriff gestartet und die Queen, Achtung, man sieht ungefähr den Schaden, den so eine Queen macht auf einen Schuss, 370 Schaden, also 470 Schaden pro Sekunde sind das, glaube ich. Das ist mehr als eine Luftabwehr. So. Jetzt hat er da, aber was er wirklich schön geschafft hat, ist, nachdem er hier reingesnappt hat, hat er nicht nur die Luftabwehr gekillt, sondern hat auch da eine große Barriere geschaffen. Das heißt, die Ballone, die er da reinschickt, fliegen alle so durch die Mitte, während das, die Helden da waren wahrscheinlich auch hauptsächlich dazu da, dass sie den Bunkerturm da kriegen und dass die Ballone da auch eher den Weg hineinnehmen. Dann räumt er diesen starken Kern mit X-Bögen und Adler und Infernus aus und hofft, dass er auf der Rückseite da durchkommt damit. So ähnlich wie es bei meiner Basis gemacht hat. Und ja, man sieht, kommt relativ schön durch, dichter Kern, Wut und bom, 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 platt das Ganze. So, kommt da etwas Flächenschaden ab. Das heißt, die Ballone sind nicht mehr ganz die gesündesten. Und ich behaupte, von da wären noch zwei Ballone von außen recht nützlich gewesen. Weil jetzt fliegen diese Ballone da nach oben. Lavahund überlebt ganz knapp die letzte Luftabwehr. Und jetzt hat er da noch die letzten Magiertürme, die werden eben die Ballone da abschießen. Aber die Queen ist noch ganz gesund und hat auch noch die Fähigkeit. Das war der große Vorteil am Ganzen. Die gegnerische Queen ist übrigens die eigene Queen gefallen, während sie abgelegt war. Das war relativ gutes Timing, muss ich sagen. So. Jetzt der gegnerische King noch, aber Fähigkeit Bomb relativ leicht weg und selbst ohne Fähigkeit sieht man seine Level 45 Queens selbst ungetankt, räumt die noch ganz schön weg. So. Und hält doch schon ganz schön was aus. So. Schwupp, schwupp, schwupp und das Skelette noch zum Schrecken und die letzte. Jetzt geht hier oben. Schauen wir, Zeit war auch relativ flott das Ganze. Also, sehr, sehr gute Angriffe. 3-4 hatten wir schon. Ja. So oft passieren ja die 3 Sterne auf Level, Rathaus Level 11 nicht. Und ja, so hat es bei uns in etwa ausgesehen. Ja. Ich will dazugelernt haben sie nicht. Oh, er hat einen Rathaus 9er Blatt gemacht. Na gut. Dreier, dem ich 3 angehängt habe, 35% 0. Okay, lass mich raten, er wird sicher von unten drauf gegangen sein. Die fallen rein. Beginius war das Problem, also der Einser hat Max Helden gehabt, also nicht so wie die Kleinen da. Aber Beginius war das Problem, dass er mit der Queen, mit den Hexen nicht klargekommen ist und die Fähigkeit der Queen einmal für den Babydrachen verbraten hat und ja, dann mit einem Haufen Magiern und Fähigkeit und Wut die Klantruppen nur wegbekommen hat. Auch guter Tipp, wenn zwei Hexen auf die Queen gehen, die schafft es nicht. Da braucht man
Unterstützung von irgendetwas. Und die Skelette, weil die Hexen schneller die Skelette beschwören, als die Queen wegschießen kann. Ja. Ja, um den Rest, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Ja. Also, vielleicht treffen wir es noch ein drittes Mal, ich weiß es nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Und das, ja, die Woche wird es das große Update noch nicht geben. Eventuell nächste Woche. Also, bis dann.